In Deutschland gilt generell eine Krankenversicherungspflicht. Um sich an der Humboldt-Universität einschreiben zu können, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, aber auch um einen Aufenthaltstitel zu beantragen, muss eine gültige Krankenversicherung nachgewiesen werden. Diese kann gesetzlich oder privat sein. Je nach Herkunftsland und Grundlage des Aufenthaltes unterscheidet sich das Verfahren zum Abschluss einer Krankenversicherung. Studierende aus den EU-Mitgliedstaaten sowie aus Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich können ihre staatliche Krankenversicherung in Deutschland nutzen. Sie können diese zur Einschreibung an der Universität bei einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse vorlegen und anerkennen lassen. Alle anderen Studierenden schließen eine studentische Versicherung bei einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse ab. Der monatliche Beitrag liegt zurzeit bei ca. 110 Euro. In Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn Studierende schon in ihrem Heimatland privat versichert sind und es für den befristeten Zeitraum des Studiums in Deutschland auch bleiben wollen, kann ein Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt werden. Ein späterer Wechsel in eine gesetzliche Versicherung ist dann nicht mehr möglich. Um ausreichend Versicherungsschutz zu gewährleisten und die Abrechnung medizinischer Kosten zu vereinfachen, ist es empfehlenswert, sich bei einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse zu versichern. Die Krankenkasse übermittelt der Universität ihren Versichertenstatus elektronisch. Für Studierende ist es gut zu wissen, dass sie erst mit Beginn des Semesters und erfolgter Immatrikulation den Studierendenstatus erhalten. Erst dann haben sie Anspruch auf einen entsprechenden Versicherungstarif und Versicherungsschutz. Das bedeutet für Studierende, dass sie eine private Reisekrankenversicherung zur Überbrückung abschließen müssen, wenn sie bereits vor Beginn ihres Studiums nach Deutschland einreisen. Das gilt häufig schon für die Beantragung des Visums bei der deutschen Botschaft im Heimatland. Promovierende müssen ebenfalls für ausreichenden Krankenversicherungsschutz sorgen, freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse oder bei einer privaten Versicherung. Sind Promovierende angestellt, dann gelten die Regelungen für ArbeitnehmerInnen. Alle ArbeitnehmerInnen an der Universität versichern sich in der Regel gesetzlich. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine private Versicherung möglich. GastwissenschaftlerInnen aus Nicht-EU-Ländern ohne Arbeitsvertrag, deren Aufenthalt befristet ist und durch Stipendien oder eigene Mittel finanziert wird, versichern sich für die Dauer ihres Aufenthaltes bei einer privaten Krankenversicherung. Auf der Webseite finden Sie weitere Informationen und die Kontaktdaten der HochschulberaterInnen der Krankenkassen.